Schon mal überlegt, wer sich eigentlich um sowas hier kümmert? Oder sowas hier? Oder auch das? Diese Arbeit erledigen Wasserbauer oder Wasserbauerin. Schon mal was von diesem Beruf gehört? Falls nicht, ist das gar kein Problem, denn selbst ich, der sich quasi tagtäglich mit allen möglichen Berufen auseinandersetzt, bin erst kürzlich auf diesen Beruf gestoßen. Und Freunde, ich kann euch sagen, wer gerne draußen in der Natur ist, keine Lust auf einen typischen Bürojob hat und einen spannenden Arbeitsalltag haben möchte, könnte sich in diesem Beruf gut aufgehoben fühlen. Heute für euch bei JobWiki, die Ausbildung im Wasserbau. Herzlich willkommen! Als Wasserbauer oder Wasserbauerin kümmerst du dich nicht nur um die Instandhaltung und Setzung von Küsten- und Wasserbauwerken, sondern übernimmst weitere verschiedene Tätigkeiten. So kümmern sich Menschen im Wasserbau auch um die Unterhaltung von Flüssen und Kanälen, Pflege und Schutz von Küsten- und Uferbereichen und die Reparatur und Wartung von Dämmen und Schleusenanlagen. Ein zentraler Teil ihrer Arbeit ist auch das Messen von Wasserständen, um die Verkehrssicherheit auf deutschen Wasserstraßen zu sichern. Bevor wir uns anschauen, was in der Ausbildung alles abgeht, zeigen wir dir schnell die Ausbildungsvoraussetzungen. Rechtlich gesehen ist für die Wasserbauausbildung kein bestimmter Schulabschluss nötig. In der Realität sieht das ein bisschen anders aus. Statistisch gesehen nehmen Ausbildungsbetriebe vor allem Jugendliche mit der mittleren Reife, dem Realschulabschluss, auf. Aber auch wenn du einen niedrigeren oder gar keinen Abschluss hast, solltest du dein Glück unbedingt versuchen. Neben dieser schulischen Voraussetzung solltest du unbedingt auch das Freischwimmerabzeichen besitzen. Und nein, das ist nicht erst, wie ich dachte, dieses Seepferdchen hier, sondern das Bronzeabzeichen. Sollte jeder gemacht haben, damit du nicht bei der Arbeit ersäufst. Übrigens, wenn du die Ausbildung als unter 18-jährig beginnen willst, musst du eine Bescheinigung über die ärztliche Erstuntersuchung vorlegen. Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. Die Ausbildung im Wasserbau dauert 3 Jahre und ist dual. Das bedeutet, dass du neben deiner Tätigkeit in einem Betrieb die Berufsschule besuchst. Dort werden dir neben den fachspezifischen Inhalten auch allgemeinbildende Sachen in Fächern wie Deutsch, Mathematik und auch Sozialökonomie beigebracht. Zu Beginn der Ausbildung lernst du sowohl in Berufsschule und Betrieb jobspezifische Grundlagen, wie plane, steuere und vorbereite ich Aufträge und Einsätze im Team. Und wie läuft der Personen- und Gütertransport auf den Wasserstraßen ab? Weiterhin schaut man sich das richtige Einrichten, Sichern und Abbauen von Baustellen an. Im Arbeitsalltag hast du oft mit Baustellen unmittelbar am oder sogar im Wasser zu tun. Für diese lernst du auch bestimmte Bauteile herzustellen und Beton zu gießen. Wichtig ist dabei, dass diese Arbeiten von hoher Qualität sind, um den Witterungen im und am Wasser standhalten zu können. Im zweiten Lehrjahr beginnst du vor Ort mit Wassermessungen. Die theoretischen Grundlagen dazu hast du bereits in der Berufsschule gelernt. Auch Wassermessungen sind von hoher Wichtigkeit. Durch sie lassen sich Wasserstände ablesen, außerdem sichern sie die Vorgänge der Schifffahrt, indem sie auch die Wassertiefe bemessen. Im Wasserbau hat man auch viel mit Hydrologie zu tun. Falls du zu diesem Tätigkeitsfeld auch mal ein Video willst, gib diesem Video einen Daumen hoch. Aber zurück zum Thema. Im zweiten Lehrjahr begegnen dir neben Wassermessungen auch Hochwasserschutzmaßnahmen und Insel- und Küstenschutz. Hierfür ist das Sanieren von Ufermauern, der Erbau von Damm- und Seedeichen und das Betreiben von Küstenschutz von zentraler Wichtigkeit. Nach dem zweiten Ausbildungsjahr erfolgt eine Zwischenprüfung. Im dritten Lehrjahr lernst du, wie man Wasserstraßen unterhält und vor allem, wie man Wasserkanäle ausbaut und instand hält. Auch das Sanieren, Warten und Instandhalten von Wasserbauwerken, wie zu Beginn gesehen, wird in der Ausbildung vermittelt. Nach 3 Jahren findet dann eine theoretische wie betriebliche Abschlussprüfung statt, nach deren Bestehen du dich offiziell als Wasserbauer oder Wasserbauerin bezeichnen darfst. Das Ausbildungsgehalt kann durch verschiedene Faktoren unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel, wenn dein Betrieb tariflich gebunden ist oder dadurch, in welchem Bundesland du beschäftigt bist. Wenn du in einem tarifgebundenen Betrieb arbeitest, ist dein Ausbildungsgehalt durch einen sogenannten Tarifvertrag festgelegt. Abhängig von Bundesland und Branche gelten verschiedene Tarifbeträge. Nach der Ausbildung hast du vielfältige Möglichkeiten, dich entweder in gewissen Bereichen zu spezialisieren oder dich ganzheitlich fortzubilden. Beispielsweise durch die Meisterprüfung oder eine Weiterbildung als Techniker und Technikerin kannst du deine Qualifikation upgraden. Auch ein Studium ist dir dann möglich. Ein Bachelorabschluss kannst du in den Studienfächern Bauingenieurswesen, Wasser- und Bodenmanagement und Wassertechnologie machen. Die meisten Wasserbauer und Wasserbauerinnen arbeiten in der öffentlichen Verwaltung der Bundesrepublik, bei Behörden im Bereich der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Neben diesem Bereich gibt es aber auch gewerbliche Betriebe, in denen Wasserbauer und Wasserbauerinnen arbeiten.
Aussagen über Gehälter im Beruf zu treffen, ist mithin schwierig. Die Höhe der Bezahlung hängt von Qualifikation, Erfahrung, Stelle und Bundesland ab. Tarifverträge regeln die Bezahlung im öffentlichen Dienst auch je nach Gebiet und Bundesland. An diesem orientieren sich aber meistens auch gewerbliche Arbeitgeber. Im öffentlichen Dienst kannst du dich an einer Bezahlung zwischen 2.800 und 3.100 Euro brutto im Monat orientieren. Diese Zahlen sind aber wie immer nur Richtwerte. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Buddeln, reparieren und in der Natur arbeiten. Wie klingt das für dich? Schreib's in die Kommentare. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch, falls es dir gefallen hat und lass ein Abo für die 1.000 Abonnenten da. Schau doch auch mal auf Instagram für weitere interessante Informationen vorbei. Ansonsten wünschen wir dir noch einen erfolgreichen Tag und sagen bis bald hier bei JobWiki.